der Männerwelt. Treibt mich doch in den Wahnsinn. Boah, wer hätte denn jetzt hier seinen Zucker entsorgt? Ja, eklig. Ich weiß es nicht. Richtig Das war einfach. auch einer dieser Typen. Kein Benehmen einfach. Kein Benehmen. Einfach den Scheiß hier auf den Also, Boden geschmissen ich oder habe ja was? noch irgendeinen Latein. Dreck in meinen Hosentaschen, dann leere ich einfach mal aus, wo ich gerade stehe. Das ist Hast du doch einen wieder Kärbisch? Dann typisch. helfe ich dir schnell. Hallo? Nein, den hat, glaube ich, irgendjemand gemobst. Da war heute so ein Typ hinten bei mir hinter der Bar. Und ich glaube, da fehlen ein paar Sachen seitdem. Servus. Guten Einen Tag. wunderschönen guten Tag. Dora. Mir wurde gesagt, Ihnen geht es nicht so gut. Mir geht es nicht so gut. Ich bin so der ein die Einzige hier, die noch richtig im Kopf ist, aber macht nichts. Dora, Mann, ich vorhin habe sind einen Weisungsbefehl Gäste. gegen Sie bekommen. Dass Sie Ein mitnehmen sollen. was? Dort Ja, sind Sie hingehen genau. und Sie mit ins Krankenhaus. Ja, genau. Sie können sich selber einliefern. Viel Freude dabei. Na gut, das können wir auch anders regeln. Müssen bei mir vorbei. Oh, Das sind Sarah, ja ich glaube, da kriegst du großzügige Arschlöcher. Probleme, Entschuldigung. Sarah. Ich? Die scheißen dich gerade bei den Medics an da draußen. Hier ist sie rein. Okay, Wollen warte mal. dich, die wollten dich umbringen. Da ist die Dürferei, Herr Archer. Bitte nicht hier. Ach, diesen King, darf ich auch rein? Schnell wegfahren. Wie bitte? Diesen King, MC, darf ich auch rein? Vincent Autsch, autsch, autsch. Wo ist er denn? Warte mal, 268? Ja, okay. Also, ich hab mich doch berechnet, verrechnet, Was? Leute. Wieso? Nein, tut mir leid. Weil ich Nein, 18:22 nein, ich steige zu keinen Uhr Männern ins Auto. Bin ich auf der Hand. Ganz schlechte Bist Idee. doch Keil, Ja, Mensch. ich Nummer, weiß. jetzt habe ich Nummer Jungs. 64 noch einstecken. Jungs. Hier, Barkeeperin, die hat gerade Probleme mit der Männerwelt. Ey. Ah. Oh, das ist aber nicht. Das ist aber scheiße. Hast du, wie sie lästern? Ich glaube, ihr müsst entweder in die Bar kommen, um was zu bestellen, oder Ich halt soll länger lästern. warten. Ja, und die! Hörst du, wie die Warte lästern? noch ein Stück. Redet ja Ja, noch ein bisschen. Ich ja, ja. Hab Ja, hier machen. Zucker, falls sie wollen. Ach, Ist ja alles gut. kannst du reinspringen, Liebe? Hol ich, glaube ich, Die gleich den Dame Kopf muss noch erstmal dazu. so Oha! Ich verstehen. glaube übrigens, ich habe mir was gebrochen. Leute. Oh Wenn sie shit. unnötig. Hast du Verbände? Das war in die Zucker. Stressklinik. Lass sie die In die Dame doch mal hier. Stressklinik. Stressklinik. Ja, und haben sie ihren. Bar. Sie waren hier im Krankenhaus. Ist der Männerschnupfen wieder Hier besser würde ich wieder geworden oder wieder sind sie noch am in die Männer Sterben? gehen. Wieder nur an die Männer. Hallo. Verarbeitet und weiß nicht, was Hetzen! passiert. Einfach nur. Ach, Ach, ist typisch Mann. Kann. Ist die Leitstelle hier? Hallo? So wie der alle weiblichen Angestellten hier behandelt? Das kann sich doch kein Ihr Mensch bleibt behandeln hier. lassen. Darum geht es hier nicht. Das ist nicht der Punkt. Boah, Sie sind gerade ziemlich laut und Ja. ziemlich Ich glaube, Sie aufgebraust. Ja, bin ich auch. Leiser sein? Ich glaube, Sie brauchen auch Hier, Hausverbot. wissen Sie was? Sie können Ihre Kritik nehmen und dorthin tragen. Dort interessiert es vielleicht jemanden. Ja, Sie wissen aber ganz genau, wer die Bar hier fast jeden Tag bezahlt. Er ist mir fast schon wieder egal. Ist Ihnen Ja, fast das ist egal. uns Wenn aber Sie nicht egal. Insolvenz gehen müssen, ne? Denn Dann dann soll er soll, dann lieber soll er Erfolg mal, für dann uns. soll er mal lernen, wie man andere Menschen zu behandeln hat. Ja, Die dann Drecksau. erzählen die das doch mal entweder Ihnen oder mir. Wir sind die von Tu dort ich oben doch und wir. gerade! Ja, aber wir wissen ja nicht genau, was ist. Sie Und mein sagen nur, wie Fahrzeug so der das richtig Maul zerlegt sind. hat er auch noch. Hab ich Ja. außer. Also das ist ja schön, aber wir kommen hier jetzt an und wir hören nur von wegen, ja, der Jack Morrison, der hat hier Hausverbot, wir Weil sie wissen gar nicht, wahrscheinlich warum alle das ist. gleich sind. Überhaupt alle Männer, Ja. Arschlöcher. Sollen Sie Genau. denn bei uns Zuerst auch tun nicht sie so, in der als Schublade wären sie übelst lieb. Ja, was so ist, Und ich du, erlebe es immer Moment, wieder. warten Sie mal, Immer warten Sie mal. wieder. Und War erst vorher wieder deswegen ein ist Typ gerade da, der hier. wollte meinen Barkeeper ausrauben. So, ihr Solche und ihr Sachen machen Männer. Barkeeper, Jungs. Und deswegen Und stehen es wir ist auch so. hier und wollen in eine Bar rein. Könnt ihr bitte Was? abhauen oder Männer sind los? immer lieb, solange sie was wollen. Also Ja, Entschuldigung, wir wollen halt ich einfach nur in eine Bar und ich wollen muss Ihnen in gleich eine Bar sagen. rein. Das Ich muss Zeichen erstmal bekommt ganz eine leise, wir reden bekannte jetzt gerade mit Frau der zufällig Dame mal hier, ziemlich okay? gut aus. Ich bin aber hier der Und Türsteher. Ja. Und ich Entschuldigung, muss sehen Ihnen Sie aus, was danke. sagen. Achso, Mein dann Name gehen ist Sie Jack, jetzt warte bitte mal kurz, vom ich bin Gelände Wir runter. gehen, wann wir das wollen, Sieht aus okay? so ein bisschen wie, Nee. so, Die wenn Dame Sie hat sieht, uns okay, aber etwas von weitem gesagt sieht so und ein bisschen darauf aus wie hin ein wollen wir Horde-Symbol jetzt von erstmal der eingehen, was WoW. genau Kennst du das gewesen nicht? ist und dies und Ein das, wir wollen Spiel. erstmal genau anhören. Ach, die Okay? WoW-App, ja, Ja, also die. abgesehen davon, dass ein Ja, so aus dem Stalker, ein Weiten kannst Creep du das ist, blicken. die Und Dame, von wenn's weitem geht, sieht das aus könnten wir wie uns das mal kurz Hordezeichen. dahinter halten, unter Ja, das sechs stimmt. Augen. Weiß Ist eh schon natürlich jeder. näher dran, das sieht man's nicht. Ja, das interessiert mich gerade nicht, aber also wir beiden möchten gerne wissen, was hier genau vorgefallen ist. Außerdem bitte bleiben Sie sachlich. Und Ja, sowas, alles weiß gut. ich, das ist ziemlich Sie brauchen auch unprofessionell, nicht wenn Sie jedem aufregen. erzählen. Au Es ist zwar aufregend für Sie jetzt, aber wir kommen hierher, wir werden hier angemotzt von der Seite und dies und das finden Sie auch gar nicht schön, oder? Ja, bezüglich Anmotzen von der Seite.
Also fürchterlich unhöflich war er. Und dann bleiben Sie doch mal ruhig und erzählen genau, was gewesen ist. Dann können wir Ihnen auch genau sagen, was, wie rum, wieso, weshalb. Oder wir können Ihnen sagen, hier, entweder du bist ruhig oder du hast da Hausverbot. Ja, er hat mich einfach nur fürchterlich behandelt. Und dann, kaum habe ich mich umgedreht, zeigt er mir den Mittelfinger. Ich habe es nur zufällig gesehen, weil ich mich noch umgesehen habe. Natürlich nicht nach ihm, sondern nach dem Rest der Welt. Jedenfalls. Okay. Und dann zeigt er mir so den Mittelfinger und dann streitet er das ab. Und dann ist er weggelaufen, wie ein verdammter Feigling, um die Fahrzeuge herum. Und dann habe ich sein Fahrzeug bewundert. Und dann musste ich kurz weg. Und dann, was war dann, als ich wiederkam? Dann fehlten meinem Fahrzeug fast alle Reifen. Fast alle Reifen waren einfach weg. Und die hat die Sau, ich kann gerade nicht. Und dann hat die hat den hat. Ich kann kaum noch. Ich glaube, ich muss noch was trinken. Jedenfalls. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Jedenfalls. Kein Problem. Ich trinke nur nebenbei eine Kleinigkeit. Jedenfalls war so. Und dann. Oh je. Das ist mein Hundebell-Klingelton. Jedenfalls. Mal ein Stück an der Seite hier, okay? Und dann war ich nochmal sein Auto genauer ansehen. Ja, das interessiert mich. Und dann komme ich zurück und dann ist mein Auto fast verschrottet dort irgendwo in den Büschen. Die verdammte Sau. Und überhaupt, er tut so, als keine Ahnung, als würde er sich was erhoffen oder sowas. Und dann ist er im nächsten Moment so ein Arschloch, so ein verdammtes. Das ist mein Papa, der ist senil und der hört auch nicht. Der hat wahrscheinlich einfach sein Hörgerät nicht an. Jedenfalls ist es so, das geht einfach nicht. Und er ist überhaupt, es sind alle Männer, es ist einfach so typisch. Ich weiß gar nicht, warum ich mir irgendwas anderes gedacht habe. Aber kurzfristig dachte ich, dass er vielleicht sogar ein bisschen hin und wieder sozusagen ein lieber Kerl sein könnte. Ha, eher nicht. Ja, also sagen Sie zu sagen, alle Männer. Genau. Also alle, die dort reinkommen, sind genauso wie... Außer die Schwulen, die sind ein bisschen anders, aber das liegt daran, dass sie anders sind. Aber warum kommen Sie da nicht, oder warum schreiben Sie nicht irgendeinen aus der Familie Morrison an? Hören Sie mal zu, der Herr Jack Morrison, der hat sich, glaube ich, scheiße weil das behandelt. So, weil das so eine Vetternwirtschaft ist. Alle Männer halten immer zusammen und die mit dem gleichen Nachnamen besonders. Also natürlich. Ich kann Ihnen auf Brief und Siegel geben, dass der Herr Jack Morrison von Ihnen und von mir gleich einen Einlauf bekommt. Okay. Weil der Herr Sally Morrison setzt sich hier für die Bar ein. Komm ich erst, wenn ich sehe. Fast täglich und damit das Geschäft läuft und alles. Und jetzt hören wir auf einmal sowas. Sind. Aber ich glaube, jetzt habe ich Ihren Ausweis nicht bekommen, weil... Hier gibt es eine Schießerei vielleicht. Ja, hier gibt es gleiche Schießerei. Ich bin dabei. Wie ist Ihr Name? Ich habe es nicht verstanden. Oha! Nee, wir sind nicht dabei. Wir sind nicht dabei. Ja, dann haut unsere Bar. Sie... Nee, das ist nicht unsere Bar. Oh, das... Aber... Sie wollten sich doch dumm... Oh, wow. Alle Männer gleich. Erstmal lieb tun und dann nur Scheiße machen. Nein, ich habe es schon verstanden. Das ist so typisch Mann. Einfach so... Schwanz einziehen, sobald es ernst wird. Oder nicht? Ja, habe ich verstanden. Ich beschreibe Ihr Verhalten mit einem Wort. Hinterfotzige Feiglinge. Es sind so zwei Wörter, aber sie passen trotzdem. Wir können gerne hier die Bar rocken, kein Problem. Okay. Das stimmt. Ich habe schon bemerkt. So reden Sie nicht mit uns. Ja, Ed, geh dorthin. Ja, dann seien Sie nicht so hinterfotzig. Aber Sie müssen uns auch gerade mal verstehen. Sie kacken uns vorne Seite an und dann sollen wir Ihnen auch helfen? Ja, ich bin stark alkoholisiert und hatte einen fürchterlich schlechten Tag. Ja. Und Sie sind verwandt mit dem Kerl, der gemein zu mir war. Ey, ich bin nicht mit meinen Kollegen, okay? Sie sind männlich und Sie sind Polizist. Gibt's eine schlechtere Mischung? Nein, weil ich bin Alkoholiker. Wow. Und bei der Polizei. Wo ist nochmal der mildernde Umstand? Ich beschreibe einfach nur das, was er ist. Er ist ein verdammter Arsch. So schaut's aus. Und dafür haben wir keinen Platz. Mal sachlich. Was tun Sie denn? Wow. Er läuft einfach so ins Lokal. Ich raste gleich aus. Die Sau hat Hausverbot. Nicht die. Die dort. Welche Sau? Ja, warum? Wer ist die dort? Raus. Ja, der Herr Jake Morrison. Herr Jack Morrison, kommt kurz mit. Kommt die Dame, kommen Sie mal kurz mit? Nein, ich gehe nirgendwo hin, wo dieser Typ hingeht. Sivi, mach du mal bitte gerade hier rum. Was denn? Einfach nur nein. Geh mal durch, kurz. Läge! Oh mein Gott.
Warum? Weil ich immer auf so Typen treffe, die so tun, als wären sie lieb und im Endeffekt sind sie richtige Ärsche. Haben Sie das schon wieder gesehen, wie er sich benommen hat? Wie der letzte Mensch, einfach nur. Wie der letzte Mensch. Ich glaube, sie alle beuten etwas viel. Was gibt's? Nein! So muss ich mich einfach nicht behandeln lassen! Hallo, alles gut jetzt. Was gibt's denn hier jetzt? Ja, bitte nicht mal kurz reden mit mir, also von daher weiß ich nicht. Ja, ich war es nicht, das Gespräch mit einer sehr aussagekräftigen Geste beendet hat. Wieso, dass Sie zeigen mir jetzt Stinkefinger? Nicht Ihnen! Der Drecksau da! Egal. Und warum haben wir jetzt so viel Publikum? Haben sie nicht alle irgendwas zu tun oder zu trinken? Ich meine, das kann tatsächlich passieren. Egal! Weg mit Ihnen! Was haben Sie gerade gesagt? Bei mir steht drauf Polizei. Was hier da alles kommt an. Wir wollen alle den Streit. Ja, das ist ja perfekt. Dann kann die Polizei hier gleich mitnehmen. Oh, das ist ja Beleidigung. Ne? Das geht natürlich nicht. Der ja hier Moment. Immer noch. Erzählen Sie jemanden, den es interessiert. Auf Wiedersehen. Egal. Ja, rein. Hallo, der Polizist, Sie können sich dann abholen. Dame alleine quatschen. Egal. Ich will aber nicht mit Ihnen reden. Ich würde vorschlagen, wir schreien hier alle einmal um und singen zusammen. Ich glaube, Sie haben schon genug gesagt. Ich meine, diese Geste sagt doch voll alles aus. 2-3 Meter an der Seite. Also wenn hier so viele Menschen stehen, dann... Rock? Keine Ahnung. Dann wollen Sie gehen? Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich bin für eine Schlägerei. Machen Sie das. Den habe ich doch gerade zur Polizeiwache gebracht, oder nicht? Ja, sollen wir? Ich kann nicht mehr schlagen, das geht nicht mehr. An die Officer. Gehen Sie mal kurz an der Seite hier. Ich würde das unterlassen. Oha. Was machst du denn da? Hat er nichts gesehen? Ja. Ich hab auch Wahlleisen, ja. Dame. Nein. Mach kurz, tut mir leid. Das habe ich schon mal gehört. Über den Zaun rüber. Und das ist genauso so. Das klingt genauso unehrlich wie letztes Mal. Schlägerei wie. Rock. Nein. Und die Herren und Damen. Ist der Herr Jack Morrison, er möchte Ihnen kurz was sagen. Er hat von unserer Familie hier auch einen ziemlich starken Einlauf bekommen. Ach so, dann ist das auch keine ehrliche Entschuldigung. Wenn sowas nicht von Herzen kommt, dann ist das sinnlos. Wir haben ihn zur Sau gemacht, danach kam er bei uns an und meinte nur, ja, weiß, das tat mir ein bisschen, das war ein bisschen scheiße, was ich gemacht habe. Und ja, Sie können ihn als selber hören, muss er Ihnen selber erzählen. Wie viel soll ich denn holen für dich? Komm, sag an. Du brauchst nicht in die Dame gehen, das ist eine normale Dame. Es tut mir leid. Hol mal für alle, warte, ich geb dir Geld. Es tut mir wirklich leid. Ich seh seine Augen nicht in dem Hut, ich kann unmöglich sagen, ob das ehrlich ist. Er könnte grinsen und ich würde es nicht sehen. Übrigens mochte ich die letzte Frisur lieber. Aber egal, jedenfalls. Das ist doch. Das ist gerade sehr. Letztens haben sie gesagt, dass ich eine tolle Frisur habe. Ich weiß davon nichts. Sah ich auch so aus. Darum geht es hier überhaupt gar nicht. Hier, warum? Warum haben wir denn hier schon wieder so viel Gesellschaft? Ja, das verstehe ich auch nicht. Einmal eine Runde für alle, soll ich sagen. Einmal für alle. Einmal für alle hier. Jetzt. Es brennt bei TDD. TDD. Ihr wollt ja gerade kuscheln. Versauer alles. Wow. Ich warte eigentlich nur auf meinen Kaffee und meine Donuts. Außer wenn die Spanner ihre Waffen. Warum sind hier 1 Million Leute? Ich weiß nicht. Linksschlägerei jetzt hier. Ja, aber du hast gesagt, was hier auf dem Boden auch mal kurz. Gut, zack, zack, an der Seite bitte. Ich kann hier nicht. Das geht hier einfach nicht. Ja, ich denke, dass sie. Ja, ich weiß nicht. Jungs! Und eine Bar! Mein Name ist Spike da draußen. Es ist ja fürchterlich. Es ist ja alles ja fürchterlich stressig. Also ich würde sagen, wir pudern uns einfach mal die Nieschen. Hallo. Klingt nach einem Plan, oder? Ups, die Cola. Unbeabsichtigt. Sehr schön. Wenn der Herr sich vielleicht hinhockt, dann können auch andere sich das Näschen pudern. User in your channel, timed out. Wenn ich jetzt schon vielleicht sterbe. Man weiß ja nie. So sieht's aus. Beruhigt die Nerven. Sollte ich sterben? Es war schön mit euch. Kann ich nur zurückgeben? Es tut mir leid, was ich heute alles Männerfeindliches gesagt habe. Zurecht. Ich nehm's an. Alles gut. Danke. Ein paar von euch sind sogar voll in Ordnung. Außer die da draußen, die Spinner. Hier drinnen übel genommen.
keine. Ja, hat man gemerkt. Was denn, komm. Es tut mir leid, ihr seid tatsächlich voll in Ordnung. Schade, dass es eine Nahtodsituation sein muss, damit ich da drauf komme. Ich gebe Ihnen eine Rettung. Macht nix. Wir haben Sie lieb. Oh nein, das ist ja fast süß. Ja. Aber dann... Perfekt. Oh. Machen wir das. Wunderschönen guten Tag, was kann ich Ihnen denn bringen? Sind Sie stumm? Und zeigen Sie auf das, was Sie haben wollen. Versteht sie irgendwie ganz schlecht? Ich glaube, ich muss näher kommen. Hallo? Oh, Sie sind's, Herr Jake Morrison. Oh, ja, hallo. Meine Stimmbänder waren gerade irgendwie, Ja, ist ja in Ordnung. Haben Sie sich vielleicht vom Chef angesteckt? Der klagt auch über Halsschmerzen. Die bleiben Sie jetzt mal weg. Haben Sie irgendwie aus dem gleichen Getränk getrunken, oder? Dass Sie beide nicht, ich will krank sind? Gehen. Okay. Keine Ahnung. Was kann man Ihnen denn heute bringen? Ja, alles okay? Sie scheinen irgendwie sprachlos. Ich möchte sowas. Und wenn Sie sowas hätten, was würden Sie denn mit sowas machen? Es pflegen und pflegen und so behandeln, wie wenn es meins wäre. Okay, wir wissen. Ja, aber jetzt ernsthaft, was wollen Sie denn trinken oder essen? So. Hm. Die Frau Agali, wollen Sie kurz mit mir eine Runde drehen und ich würde dann auch noch ganz gerne mit denen quatschen. Okay, aber wenn ich in einer Viertelstunde nicht zurück bin, dann ist das eine Entführung. Okay. Das ist der Moment, wo Sie versichern sollten, dass Sie mich natürlich nicht entführen. Nicht einfach okay sagen. Nein, okay, Sie sind ja derzeit wieder zurück. Ich Sie halt. Okay. Ja, das ist für mich... Ja, okay. Bin ich gespannt. Wie gesagt, Viertelstunde, Boss. Jo, alles klar. Ich muss nur noch einen Stuhl holen. Jetzt viel Spaß, Sarah. Wird man sehen. Also, ich möchte mich jetzt bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Deswegen nehme ich Sie auch hier kurz mit auf die Spritztour. Okay. Moment. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Alles gut. Fahren Sie einfach weiter. Alles gut. Kann man Ihnen behilflich sein? Nee, der Medic ist schon auf dem Weg zu mir. Alles klar, heben Sie mal da vorne noch die Kohle auf. Ja, alles gut. Da kommen schon Ihre Kollegen, gut. Ja, Ja, es tut mir wirklich leid und auch nicht böse gemeint. Aber sie waren in dem Moment halt auch nicht so gerade freundlich zu mir. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid. War vielleicht ein bisschen... Ja, okay, es tut mir auch leid. Ich war vielleicht unnötig gemein. Ja, ab und zu gemein sein macht ja nichts. Meinst du noch nicht so? Das tut mir schon halt weh. So. Oh, das tut mir leid. Und... Ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie sich unlängst halt, also, nur da waren mir halt so viele Menschen, weil auf einmal war halt alles voller Schaulustiger und dann war keine das keine Ahnung, wenn da 100 Menschen stehen, dann halt auch scheiße. Auf jeden Fall. Also, Frieden? Da? Also, Frieden? Ja, gerne. Mit Ihnen schon. Ja, dann machen wir das.